have a lot of them today, but he was the first. Heute gibt's viele, aber Oral Roberts war der erste von ihnen. And he would have so many healings and so many miracles. Und er hatte so viele Heilungen und Zeichen und Wunder. And here's what they did. Und hier ist Folgendes, was sie gemacht haben. They didn't allow him to get on television in the beginning. Sie haben ihm am Anfang noch nicht erlaubt, im Fernsehen zu kommen. But they required him to have a judge and a doctor set on his platform for all of his meetings. Sondern sie haben festgesetzt, dass bei seinen Versammlungen, bei jeder einzelnen Versammlung immer ein Arzt und ein Richter auf der Bühne mit dabei sein musste, bei And ihm. These people had to confirm the healings. Und diese beiden Leute mussten die Heilung und Wunder bestätigen. And after they had these confirmations, then he was allowed to go on television. Und nachdem sie also viele solcher Bestätigungen auf diese Weise bekommen hatten, wurde ihm erlaubt, seine Versammlungen auch im Fernsehen zu bringen. That's good. Und das ist gut so. You know, it cut out the false stuff. Denn es hat all dieses falsche Zeug, was Show war. We're not here for a show. I don't want a show. I want the real. Und ich bin auch nicht hier für irgendeine Show, sondern ich will das Echte. You know, when we have crusades and we got a lot of people, you know, we had 5,000 people saved our first year when we're having crusades. Und wenn wir draußen sind in Evangelisationen und im ersten Jahr, wo wir Evangelisationen gehabt haben, wurden 5,000 Leute errettet. And that was just in a few meetings. Und das war in nur ein paar Versammlungen. And we had awesome healings and miracles. Aber es waren gewaltige Heilungen und Wunder, die passierten. But I always told the people, you tell the truth. Aber ich sagte den Leuten immer, ihr sagt nichts als die Wahrheit. If the manifestation is not here, that's okay. We stand with you, but I want to know the truth. Und ich sagte, wenn die Manifestation bei euch noch nicht eingetreten ist, ist das okay, aber wenn ihr was sagt, dann sagt nur die Wahrheit. Amen. Amen. But anyway, so we had this great revival. Aber wie auch immer, wir hatten also diese riesige Erweckung. And then God told Brother Hagin. Und dann hat Gott Bruder Hagin gesagt. He said, "I want you to follow this ministry." Er sagte, ich möchte, dass du diesem Dienst folgst. He said, "I want you to go all over in these areas and teach." Ich möchte, dass du überall in diese Gegenden gehst und lehrst. Teach. Lehrst. Teach. Lehrst. Teach. Lehrst. Why? Warum? Not just converts, disciples. Dass eben nicht nur Neubekehrte gewonnen sind, sondern auch Jünger daraus werden. And we had what was called the word movement. Und dann hatten wir, was die Wortbewegung genannt wurde. And out of the word movement started all these churches all over our nation. Und aus dieser Wortbewegung heraus sind dann all diese Gemeinden in der ganzen Nation hervorgekommen. And now out of these churches comes the plan of God to reach the cities. Und aus diesen Gemeinden heraus kommt nun der Plan Gottes, um die ganzen Städte zu erreichen. And that's biblical. Und das ist biblisch so. This is what Paul would do. Und das ist es, was auch Paulus machte. And we need to see this in Germany. Und wir müssen das Gleiche so auch in Deutschland sehen. We need to see this major move where multitudes of people come in. Wir müssen diese riesigen Bewegungen sehen, wo Menschenmassen in die Familie Gottes kommen. And then we need to see the word movement sweep across this nation. Und dann müssen wir aber auch die Bewegung des Wortes Gottes sehen, wie sie die ganze Nation überschwemmt. Where people get grounded in the word and they do it because they know it's in the word, not because such and such did it. Weil und wo die Menschen auch wirklich gegründet werden im Wort und dass sie wissen, dass sie das Wort kennen und dass sie Dinge nicht sagen oder tun wegen dem, was irgendwer von irgendwo gesagt hat, sondern weil sie wissen, dass es im Wort ist. And so, you know, my point is. Und mein Punkt ist. The value of the word and the value of the local church ist der Wert des Wortes Gottes und der Wert der Ortsgemeinde. This is always the way that God works. Das ist immer die Art und Weise, wie Gott wirkt. He wants local churches. Er will Ortsgemeinden haben. Do you understand this? Versteht ihr? Strong ones. Starke Gemeinden. Oh, but they say hallelujah. Sag mal alle Halleluja. You know, the word doesn't say in James 5:14, call for the tent evangelists to come and pray.
Und das Wort sagt auch nicht in Jakobus 5, 14, ruft den Zeltevangelisten, dass er beten soll. It says, call for the elders of the local church. Sondern es heißt dort, ruft nach den Ältesten der Ortsgemeinde, dass sie beten. To come and pray. Dass sie wirklich kommen, herkommen. An evangelist goes out there, has these big crusades, people come together, they get saved, but that's not his job to go to people's homes and pray for people. Ein Evangelist ist dafür, um rauszugehen in diese riesigen Veranstaltungen, wo Menschenmassen zusammenkommen und wirklich die dass er wirklich predigt und die Leute errettet werden, und es ist nicht seine Aufgabe, in das Zuhause der einzelnen Leute zu gehen, um dort persönlich für jeden einzelnen nach ihren Bedürfnissen zu beten. God wants the local church. Dafür will Gott die Ortsgemeinde to haben, do that personal ministry. Um in diesen persönlichen von Mann zu Mann Dienst zu treten. People that are recognized elders. Leute, die auch Älteste anerkennen. Leaders to do that personal ministry. Wirkliche Leiter, die diesen persönlichen Dienst von Mann zu Mann tun. When people get sick in a church. Wenn Leute in einer Gemeinde krank werden, zum Beispiel. Can you see this? Könnt ihr das sehen? In Matthew 16, in Matthäus 16, and I'm going to close with this. I got a lot more, but ich habe noch viel mehr, aber damit werde ich jetzt zum Ende kommen. Matthäus 16, and look at verse 13. Und schaut euch Vers 13 an. Are you learning something today? Lernt ihr heute was? We helping you today. Können wir euch heute helfen? Amen. Amen. It says in verse 13, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his, look at this, disciples. Und hier heißt es, und schaut genau zu, was es hier heißt, als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach. Disciples. Er fragte seine Jünger. These were ones that would they were there not only to work with Jesus, but to go forward with the teaching. Es waren Leute, die nicht einfach nur da waren, um mit Jesus irgendwie zusammenzuarbeiten, sondern die wirklich da waren auch für die Lehre, die er brachte. Whom do men say that I the Son of Man am? Für wen halten die Leute mich? Some say that thou art John the Baptist. Sie sprachen etliche für Johannes den Täufer, some Elias, andere aber für Elia, others Jeremiah or one of the prophets, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Well, there's religions in the world today that only believe Jesus is one of the prophets. Und es gibt auch heute in der Welt Religion, die glaubt, dass Jesus nur einer der Propheten war. No, it's much more with Jesus. Nein, mit Jesus ist es noch viel mehr als He's das. The Son of God. Er ist der Sohn Gottes. He's the Savior. Hallelujah. Er ist der Retter. Halleluja. Verse 15. Vers 15. But whom say ye that I am? Da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Now, in verse 18, in Vers 18, this is where we're headed. Das ist es, worauf wir zusteuern. Jesus said, I will build my church. Da sagt Jesus, ich werde meine Gemeinde bauen. So he's going to talk about building church. Also er redet klar darüber, dass er Gemeinde bauen Jesus will. Likes church. Jesus mag Gemeinde. Hallelujah. Jesus will Gemeinde haben. And he likes strong churches. Und er mag und will starke Gemeinden haben. If you're going to build something, you're going to build it strong. Wenn du etwas bauen willst, dann willst du es wirklich stark und Not stabil machen. Sinking sand, but on rocks. Und nicht total unstabil auf Sand, wo alles versinkt, sondern wirklich stabil auf Fels gebaut. And rocks is something when the wind blows, the house stands. Und Fels ist etwas, worauf ein Haus gebaut ist, und wenn der Sturm tobt, dass das Haus dann stehen bleibt. I'll tell you something. Ich sag euch was. If there were tornadoes in Germany like we have tornadoes in America, a lot more buildings would be standing. Wenn Tornados hier in Deutschland wären, genauso wie es in Amerika waren oder sind, dann würden hier viel mehr Häuser stehen bleiben. Because here in Germany they build with strong stone. Weil in Deutschland meistens wirklich mit starken Steinen gebaut wird. You wouldn't have many trees left. Man wird nicht mehr sonderlich viele Bäume übrig haben vielleicht. And we would have more trees left. Und wir würden mehr Bäume übrig haben. Because where I come from, our trees are used to wind. Much more wind. Weil die Bäume dort, wo ich herkomme, sehr viel mehr Wind gewöhnt sind. But where I come from, more buildings
go down with a tornado than what would here. Aber da, wo ich herkomme, fallen sehr viel mehr Häuser zusammen, als hier Häuser zusammenfallen würden. Because the material is different. The houses here last for centuries upon centuries upon centuries. They're rock and they're stone and they're strong. Weil die Baumaterialien hier, die verwendet werden für den Hausbau, wirklich für Jahrhunderte ausgelegt sind, wirklich starke Steinbauten. That's Germany. Das ist Deutschland. So Jesus says, I will build my church. Also Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. So in all of this asking the disciples, who am I? He is talking about the church. Und in all dem Fragen an die Jünger, wer ich bin, geht Jesus darauf ein, dass er die Gemeinde bauen will. The age that we're living is called the church age. Und das Zeitalter, in dem wir leben, wird genannt das Gemeindezeitalter. Which means that that's the focal point of the age. Was bedeutet, dass das das Kennzeichen oder das Merkmal dieses Zeitalters ist. That God's going to do things out of the church. Dass Gott Dinge tun will und wird und tut aus der Gemeinde hervor. In the Old Testament, God worked through the nation of Israel. Im Alten Testament hat Gott durch die Nation Israel gewirkt. But in the New Testament, God works out of the church. Aber im Neuen Testament wirkt Gott aus der Gemeinde hervor. Halleluja. 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 Sag mal Halleluja. And Jesus answered. Und Jesus antwortete. Because Simon Peter gave the right answer in verse 16. Weil Simon Petrus die richtige Antwort gegeben hat in Vers 16. Thou art the Christ. Du bist der Christus. The Son of the Living God. Der Sohn des lebendigen Gottes. Wow. Did you know that at one time Peter's name was Simon? Wusstet ihr, dass der Name von Petrus zu einer Zeit mal Simon war? And there was one time Jesus said to Simon, I no longer call you Simon, but I call you Peter. Und Jesus sagte, ich nenne dich nicht mehr länger Simon, sondern ich nenne dich Petrus. Why did he change his name? Warum hat Jesus seinen Namen verändert? Because Simon means unstable. Weil Simon unstabil bedeutet. It's something when the wind blows, it eben etwas, was, wenn der Sturm tobt, dass es niederbricht und zusammenfällt. It's unstable. Unstabil. Does anybody know what the word Peter means? Weiß irgendjemand, was jetzt das Wort Petrus bedeutet? And so Jesus was saying, I'm changing you through me. You're going to change from Simon to Peter. Hallelujah. Und was Jesus damit sagte, dass ich dich, Petrus, durch das, wer ich bin, verändern werde und du wirst durch mich dieser starke Petrus werden. I heard a bunch of rocks speaking today. Ich habe heute eine ganze Menge von Felsbrocken reden hören. Amen. Amen. We had rock testimonies today. Wir hatten heute felsenmäßige Zeugnisse. Halleluja. Amen. Amen. And I see a bunch of rock people leaving this place today and going to work tomorrow. Und ich sehe hier eine ganze Menge von Felsenleuten hier rausgehen und morgen so in die Arbeit gehen. Amen. Amen. So Simon said, "Thou art the Christ, the Son of the Living God." So sagte Simon also, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. And then what did Jesus say? Und dann was sagte Jesus darauf? Oh, come on, church! Oh, kommt schon, Gemeinde! Blessed! Glückselig und gesegnet! Blessed! Gesegnet! Blessed! Oder glückselig! Blessed! Walking in the blessing, hallelujah. Im Segen wandelnd. Bringing forth good in every area of your life, hallelujah. Gutes hervorbringend in jedem Lebensbereich. Blessed art thou. Gesegnet, glückselig bist du. Simon Barjona. Simon Barjona. So he goes back to his old name. Also er bezieht sich darauf auf den alten Namen. Because he knows there's a change coming. Denn er weiß, dass eine Veränderung ansteht. For flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. And I say also unto thee. Und ich sage dir auch. Thee what?
Thee that's got revelation, hallelujah. Dir, wem? Dem, der Offenbarung hat. And I say also unto thee that thou art Peter. Und ich sage dir auch, du bist Petrus. In your Bible write the word Petros. Petros. Mhm. Also, und die Bibel schreibt Petrus, Petrus. That's Peter. Das ist Petrus. Thou art Peter, du Petros. Petrus. And upon this rock, und auf diesen Felsen, write in your Bible Petra. Schreib dort für das Wort Felsen das Wort Petra rein. Petra. And that word means foundation stone. Und dieses Wort bedeutet Fundamentstein. Oh, come on. Kommt schon, Gemeinde. You ever been to New York City? Wart ihr schon mal in New York City? I was just there. Ich war erst kürzlich dort. And I still am amazed when I fly in. Und ich bin immer noch wirklich erstaunt, wenn ich dort reinfliege. And you see all these tall buildings and you say, "Wow!" Man sieht all diese gigantischen Gebäude und man staunt nur noch. Do you know why they can build such tall buildings? Wisst ihr, warum sie solche riesigen Gebäude bauen können? Because that whole region is stone. Weil die ganze Gegend im Untergrund Fels ist. Hard, strong stone. Wirklich starker, fester, stabiler, dicker Fels. And they have these big machines and they drive these stakes down in the stone and drive and drive and drive. Und sie haben diese riesigen Baumaschinen, die diese Pfähle in den Untergrund treiben, damit ja das alles halten kann. So look what Jesus said. Und schaut euch an, was Jesus sagt. Thou art a rock, Peter. Du bist ein Fels, Petrus. Or Simon Barjona, you're a rock. Oder Simon Barjona, du bist ein Felsbrocken. Blessed art thou, Simon Barjona. Du bist gesegnet, Simon Barjona. For flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. So he's talking about revelation. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und er redet hier über wirkliche Offenbarung. Come on! Komm schon! Remember, as Jesus is, so are you in this world. So wie Jesus ist, so seid auch ihr. We get revelation of who we are by looking at him. Wir empfangen Offenbarung darüber, wer wir sind, indem wir auf ihn schauen. And who is he? Und wer ist er? He's the word. Er ist das Wort. He's the word. Er ist das Wort. You get revelation of the word, it makes you look like him. Hallelujah. Wenn du Offenbarung bekommst über das Wort Gottes, dann wirkt dieses Wort, dass du ihm ähnlich bist. Amen. Amen. That turns you into a Peter. Das verwandelt dich in einen Petrus. Not a bunch of Simons. Nicht ein Haufen von Simons. People that have no revelation. Leute, die keine Offenbarung haben. Not a believers have no revelation. Sorry. A lot of believers have no revelation. Also viele Glaubende haben keine Offenbarung. And don't put a priority on it. Und sie legen auch keinerlei Priorität darauf. There was a time I was a believer, I had no revelation. The devil knocked me up all the time. Es gab noch eine Zeit in meinem Leben, wo ich keine Offenbarung hatte und der Teufel hat mich immer wieder wirklich ausschalten können. The storm came and I got. Der Sturm kam, tobte und ich boom, krachte wieder. Praise God, the storm comes and I know how to stand. Aber jetzt preis sei dem Herrn, der Sturm kommt und jetzt weiß ich, wie ich stehen bleiben kann. It's not that we don't have problems. Es heißt nicht, dass wir keine Probleme It's haben. Not that we don't have emotions. Es heißt auch nicht, dass wir we Gefühle have problems. We make mistakes. We have emotions, but praise God, we know. Es heißt nicht, dass wir keine Gefühle we haben. We are. Und oh, come on, Helen. Und wenn Probleme kommen und wir auch Gefühle haben, and we know how to stand. Dann bleiben wir stehen, weil wir wissen, wie wir stehen bleiben können. And look what Jesus said. Und seht euch an, was Jesus sagt.
I'm telling you, this is where you see how important the Word of God is. Ich sag's euch, das ist es, wo man sehen kann, wie wichtig wirklich Gottes Wort ist. The blessing flows here. Der Segen strömt hier. Come on, church. Kommt schon, Gemeinde. The testimonies continue. Die Zeugnisse gehen weiter. The word says that we overcome by the blood of the lamb and the word. Das Wort Gottes sagt, wir überwinden durch das Blut des Lammes und das Wort. Some people just overcome by the blood of the lamb and the testimony. They think that's going to cause them to overcome. Und manche Leute überwinden und denken, dass sie weiter überwinden können durch das Blut des Lammes und ihr Zeugnis. But that's not enough. Aber das ist nicht genug. It's not enough. Das ist nicht genug. To just listen to somebody's testimony, that's not going to put you over. Wenn ihr erst kürzlich ein Zeugnis von jemand anderem gehört habt, dann wird euch das nicht helfen, eure eigenen Dinge zu überwinden. But when you learn what they use to get the testimony, that'll put you over. Hallelujah. Aber wenn ihr lernt, somebody say something, was sie zu ihren Zeugnissen gebracht hat, dann wird dich das auf die gleiche Weise überwinden lassen. Halleluja. We overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Wir überwinden durch das Blut des Lammes und das Wort unseres Zeugnisses. Can you see this? Könnt ihr das sehen? So important. So wichtig. The word is a matter of life and death. Das Wort entscheidet über Leben und Tod. It is a matter of whether or not a person prospers. Es ist die Entscheidung zwischen dem Wohlstand und Erfolg einer Person und der Niederlage. It is a matter of whether or not a person walks in the protection of God. Es ist genau dieser Unterschied, der entscheidet, ob jemand im Schutz wandelt oder nicht. Knows how to be led by the Holy Ghost. Es ist das Entscheidende, wie ein Glaubender weiß, wie er geleitet ist vom Heiligen Geist. To release all of what he promised in your life. Everything goes back to this word. Und alles, das es freigesetzt wird gemäß den Verheißungen und alles fundiert auf diesem Wort. You understand this? Versteht ihr das? And this is what Jesus is saying here. Und das ist es, was Jesus hier sagt. He said, "Thou art Peter." Er sagt, du bist Petrus. A rock. Ein Felsbrocken. And upon this rock. Und auf diesen gewaltigen, riesigen Felsen. Maybe he was out where there's a whole bunch of big foundation rocks. I don't know. Ich weiß nicht, aber vielleicht war er dabei, als er darüber sprach, auch draußen, wo viele Fundamentfelsen waren. And upon this rock, und er sagte, auf diesen Fels, it's the rock of revelation of who I am, es ist der Fels der Offenbarung darüber, wer ich bin. And then you know, as he is, so are you. Und dann wisst auch ihr, so wie er ist, seid auch ihr. And he said, this is what I'm gonna build my church on. Und er sagte, darauf werde ich meine Gemeinde bauen. Halleluja. And he says, and the gates of hell shall not prevail. Und er sagte, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. This is what we saw in Acts 19. So mightily grows the word of God and prevails. Hallelujah. Und das haben wir gesehen in Apostelgeschichte 19. So mächtig breitete sich Gottes Wort aus und erwies sich als kräftig. Amen. Amen. And we don't want just the milk. Wir wollen nicht nur die Milch. Come on, we want the vegetables. Kommt schon, wir wollen auch das Gemüse. And we want the steak. Und wir wollen die Steaks haben. And we don't want just the dessert. Und nicht nur das Dessert. Can you see it? Könnt ihr das sehen? And you can never replace anything in a church with this. Und man kann and be powerful. Amen. Nothing in the church. You can never replace anything in a church. Man kann niemals in einer Gemeinde etwas austauschen with this. Mit dem Wort.
You can't replace it with signs and wonders. Man kann es nicht tauschen mit Zeichen und Wundern oder You cannot replace it with praise and worship. Oder man kann diesen Platz des Wortes nicht auffüllen mit Zeichen und Wundern you oder mit Lobpreis und Anbetung. Replace it with hot dog roast. Man kann diesen Platz des Wortes nicht mit Hotdog essen auffüllen. You can't do it. Man kann das nicht machen. But when this is the foundation, aber wenn das Wort das Fundament ist, then you have hammer hot dog roast. Dann hat man wirklich hammermäßige Hotdogs, die man zusammen essen kann. Because instead of a bunch of weak people sitting around talking about their problems, they're sitting around talking about how to overcome and how to go forward. Denn dann ist es so, dass anstelle davon, dass ein Haufen schwacher Leute, die sich ständig über ihre Probleme unterhalten, dann ein Haufen wirklich starker Leute zusammen beim Essen sind und darüber reden, wie sie ihre Sachen überwinden können. What's going on with the football game or what's going on? All this natural stuff. We are spiritual people. Und dass da nicht mehr geredet wird über das, wie das Wetter ist und wie das Fußballspiel war und all diese natürlichen Dinge, sondern wir sind wirklich geistliche Menschen. Peak of our fellowship ought to always be around the Word of God. Und der Höhepunkt unserer Gemeinschaft sollte sich immer um das Wort Gottes drehen. Halleluja! Oh, Halleluja! Yes. You play Mensch Ärgerdich and it's around the Word. Halleluja! Selbst wenn man Mensch Ärgerdich nicht spielt, dreht sich's dabei ums Wort. I won last night. I won last night. I won last night. Gestern Abend habe ich gewonnen beim Mensch ärger dich nicht spielen. But you understand, everything goes back to the Word. The Word, this is where the strength is, church. Aber versteht, dass wirklich alles, aber auch wirklich alles zurückgeht auf das Wort, Gemeinde, auf das Wort Gottes. Amen. Amen. Hallelujah. And so I tell you what. Und ich sage euch was. If I was a Christian and I was looking for a church. Wenn ich ein Christ wäre und mich nach einer Gemeinde ausschauen, I'd be looking for the place where I can learn the word the best. Würde, dann würde ich nach einem Ort suchen, wo man am besten das Wort Gottes lernen kann. That's what I'd be looking for first. Darauf würde ich als allererstes achten. I'm telling you. Ich sag's euch. And I know I lived in Tulsa for 3 years. Und ich habe in Tulsa 3 Jahre lang gelebt. And I went and I said, God, where do you want me to be? Und ich bin hingegangen und habe gesagt, Herr, wo möchtest du, dass ich hingehen soll? And God put me in a hammer church. Und Gott hat mich wirklich in eine hammermäßige Gemeinde gesetzt. And I don't remember all the parties and all the other things. The main thing I remember is the most important thing I got there was the word. Und ich erinnere mich nicht mehr so genau an all die Feierlichkeiten und Partys und so weiter, aber was ich mich wirklich erinnern kann, ist wirklich das Wort Gottes, wie es hervorkam. And when we sang, und als wir sangen, the word was in our songs. War das Wort Gottes in and den when the Holy Ghost moved, und wenn der Heilige Geist sich bewegte, we went back to the word. Sind wir zurück aufs Wort gekommen. Always. Immer. And this is our foundation. Und das ist unser Fundament. You understand that? Versteht ihr? Oh, somebody shout. Jubeln mal jemand. Halleluja. So, Jesus said, this is what I'm going to build my church on. Also Jesus sagt, darauf will ich meine Gemeinde bauen. Amen. Amen. And the gates of hell shall not prevail. Everybody say, the gates of hell shall not prevail. The gates of hell shall not prevail. Halleluja. Sollen sie nicht überwältigen. Die Höllen der Pforte sollen sie nicht überwältigen. This is why you can walk in and you know that you're right and you can go into the court and you and I told Margie the other day, hallelujah. Und deswegen kannst du einfach reingehen und auch ins Gericht gehen und sagen, dass alles okay sein wird und ich habe neulich Margie gesagt, I said Margie. Ich sagte Margie, maybe you didn't have an Anwalt. Vielleicht hast du keinen Anwalt, but you were right. Aber bei dir stimmt, du bist richtig. She was right. Und sie war im Recht. And people are trying to steal from her. Und Leute haben versucht, sie zu bestehlen. But she knew she was right. Aber sie wusste, sie war im Recht. And we knew she was right. Und wir wussten das auch. And you know what? Und wisst ihr was? All of heaven, the entire kingdom forces of heaven was behind she's right. Der ganze Himmel und die ganzen Kräfte des Himmels waren genau dahinter, dass sie im Recht war.
That's a hammer. Und das ist ein Hammer. And when God's behind us, und wenn Gott wirklich für uns ist, he watches over his word. Dann wacht er oder er wacht über sein Wort. So when you know the word, also wenn du das Wort kennst, all the heaven's behind you. Dann stützt dich der ganze Himmel. Weil genau das die Weise ist, wie das Himmlische wirksam ist. God's watching. Gott beobachtet. Who's got revelation? Er hält Ausschau nach Leuten, die Offenbarung bekommen. Who's working the word? Er schaut nach Leuten, die im Wort wandeln. This is the way I work in their life. I work with my word. Who's working the word? Hallelujah. So wirke ich durch das Wort im Leben der Menschen und wer wandelt gemäß dem Wort? Not working somebody else's testimony, working the word. Und nicht gemäß dem Zeugnissen anderer Leute wandeln, sondern gemäß dem Wort wandeln. Not working the feelings. Und nicht einhergehend auf Gefühle. Feelings come and feelings go. Denn Gefühle kommen und gehen auch wieder. It's true. Das stimmt. We all have feelings. Wir alle haben Gefühle. We all feel down sometimes and we all feel up sometimes, including the pastor. Wir sind alle manchmal vielleicht niedergeschlagen und jubelnd an einem anderen Tag, inklusive dem Pastor. We all get frustrated sometimes. Wir alle können manchmal frustriert sein. But what God looks for is faithfulness. Aber worauf Gott schaut, ist Treue. We just go forward. Wir gehen einfach vorwärts. Whether we feel like it or not. Ob wir uns danach fühlen oder nicht. And this is what God works with. Und damit kann Gott wirken. Amen. Amen. And behold, the next verse we're going to finish here. Und mit dem nächsten Vers werden wir jetzt zum Ende kommen. And I give unto thee. Und ich will dir. Who? Wem? The one that's got revelation. Demjenigen, der Offenbarung hat. Of who he is. Von dem, wer er ist. And knows that who as he is, so am I. Und der weiß, dass so wie er ist, man auch selber ist. I mean, you got revelation. You know what you are? Ich meine, wenn ihr Offenbarung habt, there was the other day that I was at the recycling hof. Neulich war ich am Recyclinghof. And I drove out. Und ich bin rausgefahren. And there's all these cars that you can buy. Und das sind all diese Autos, die man kaufen kann. And I saw this guy get out of this really nice Mercedes. Und ich sah diesen einen Mann, der ausstieg aus einem wirklich schönen Mercedes. And he had this big old thing hanging here. This big old like this wire hanging right here. Kabel. Und er hatte hier so ein. It's a big like hoop, wire hoop. I don't know. Yeah, kind of like a coil, a circle. It was a big old keychain. Ach so. A Keyschlüssel. Ja, also ein Ketten. Also er hatte hier so ein. Es hat ausgesehen wie ein Kabel, aber es war so ein altes riesiges. Kettenschloss. I never saw so many keys together. Oder eine Schlüsselkette. Und ich habe noch nie so viel. Ach, Schlüsselbund. And all those keys represented buildings and automobiles and who knows what. Also er hatte so einen riesigen alten Schlüsselbund und all diese. Ich habe noch nie so viele Schlüssel an einem Schlüsselbund gesehen und all diese Schlüssel haben Gebäude und Tore und Türen repräsentiert. Every revelation equals a key. Und jede einzelne Offenbarung repräsentiert einen Schlüssel. Halleluja. Every revelation, how do I unlock healing? Jede Offenbarung, jeder Schlüssel. Wie how do I unlock freedom from this addiction? Wie schließlich den Zugang zur Heilung auf? How do I get free from fear? Wie werde ich frei von Angst oder Abhängigkeit? How do I have a blessed marriage? Wie bekomme ich eine gesegnete Ehe? How do I raise my kids? Wie erziehe ich meine Kinder? What happens when your whole life is built on revelation? Was passiert, wenn ein ganzes Leben auf Offenbarungserkenntnis aufbaut? And what happens when you got a whole church built on revelation? Und was passiert, wenn eine ganze Gemeinde auf Offenbarungserkenntnis aufbaut? Look out, devil. Teufel, nimm dich in Acht. Du bist besiegt. You are defeated. Amen. Amen. And then you got a church filled up with testimony.
Und dann hat man eine Gemeinde voller Zeugnisse. Well, you know, 20 years ago the doctor said I was going to die of cancer, but it's gone. It's been gone for 20 years. Why? The word. Vor 20 Jahren hat der Doktor gesagt, ich werde an Krebs sterben, aber das war vor 20 Jahren, ich bin immer noch am Leben. Und warum? Weil das Wort es gewirkt hat. And on and on and on. Und so weiter und so fort. Amen. Can you see it? Könnt ihr das sehen? I give you the keys. Ich gebe euch die Schlüssel. And what you bind. Und was ihr bindet, is bound in heaven. Ist im Himmel gebunden. All heaven is behind the revelation of the word. Der ganze Himmel deckt die Offenbarung des Wortes Gottes. And whatever you loose. Und was immer ihr lösen werdet, all heaven is behind. Der ganze Himmel ist dahinter. That's amazing. Das ist wirklich erstaunlich. Father, thank you. Vater, danke. For the word that you gave us today. Für das Wort, das du uns heute gegeben hast. For awesome service. Für einen gewaltigen Gottesdienst. Jesus name. In Jesu Namen. Emma, come up and receive the giving today. Emma, komm bitte nach vorn und